Yummy Baduja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, ich gehe heute mit Joe eine Runde ausreiten. Ich weiß noch nicht so ganz, woher wir gehen. Der einzige Plan ist, dass wir flott sein wollen. Also es wird eine relativ zügige Runde. Ich hoffe, dass es uncut wird. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt im Wege stehen könnte, wäre der Wind. Ja, dementsprechend... Oh, Katze! Ja, also falls ihr da hinten die Katze seht, das ist auf jeden Fall die Mama von meinen beiden aktuellen, in Anführungsstrichen, Babykätzchen. Die sind ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr alt. Ja. Süß. Vielleicht sehen wir sie ja von ein bisschen näher. Das wäre voll cool. Wobei, ich bin verwundert, dass sie noch nicht... Doch, das ist die Große. Vielleicht ist es auch die andere getigerte. Nee, die war ganz getigert und hatte nichts Weißes. Wobei, die sah jetzt doch sehr klein aus. Also entweder ist die Mama oder irgendwie ein Geschwisterchen. Wir hatten ja damals nur 2 gefangen gekriegt und die anderen 2 halt leider nicht. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal los. Joey ist leider noch nicht vorgewärmt. Das heißt, ich muss erst ein ganz Stück Schritt gehen. Ich hasse Schritt gehen. Ja, Joey wird auch wahrscheinlich einen guten Muskelkater haben. Der hat jetzt, wir haben heute Dienstag. Der hat jetzt gestern gestanden, also am Montag. Und Sonntag war er mit beim Geländespringen. Da habe ich ihn ja ein bisschen geärgert. Da sind wir ja quasi warm geritten und dann direkt den Parcours gesprungen, der irgendwie aus 24 Hindernissen bestand und echt langen Wegen dazwischen. Der war triefnass danach. Ich habe keine Luft mehr gekriegt danach. Es war echt cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Das war wirklich, wirklich toll. Ja, aber das war natürlich auch echt anstrengend für ihn. Und danach sind wir halt noch mal ein paar Sprünge gegangen mit Kamera, dass man einmal so die Perspektive von oben hat. Weil beim ersten Durchlauf hatte ich ein bisschen Sorge, dass irgendwie ich doch mal auf dem Hals lande oder so und direkt die Kamera zerdepper. Ich kann ihn eigentlich mal ein bisschen lang lassen. Ne, Schlu? Ich traue dir heute eigentlich ganz gut über den Weg. Er ist zwar echt wach. Ja, sehr wach, ne? Aber macht dabei noch verhältnismäßig einen sehr entspannten Eindruck. Mal gucken, ob das so bleibt oder auch nicht. Wir werden sehen. Komm, gehen Sie bitte weiter. Ja, und am Sonntag, das war aber halt so schön, es hat so viel Spaß gemacht und hat ihm auch echt Spaß gemacht, dass wir halt gar nicht erst groß Gezumpel hatten, sondern wirklich einfach mal vorwärts. Und das fand er halt cool. Und deswegen... Oh, noch eine Katze. Das war eine andere. Wohnt ihr alle im Maisfeld oder was? Naja, dementsprechend habe ich jetzt schon wieder den Faden verloren. Und das fand er auf jeden Fall cool und ich fand es auch mega cool. Und dementsprechend machen wir das dann heute einfach auch nochmal. Einfach warm machen und dann geht es direkt nach vorne. Der Boden ist halt, ja, sagen wir, sehr, sehr matschig, sehr, sehr rutschig. Aber für Joe ist es halt immer ganz gut, weil der so empfindliche Hufe hat. Und demnach ist es bei uns halt immer, dass man so ein bisschen Abstriche an irgendeinem Punkt machen muss. Entweder... ist es dann halt, dass man zu viel Belastung für die Hufe hat, aber der Boden halt super sicher ist. Oder man muss ein bisschen auf Risiko gehen, weil es doch ein bisschen rutschiger ist. Aber dafür, ja, dem danach halt die Füße nicht wehtun. Das ist leider so ein bisschen blöd. Aber ja gut, so ist es nun mal. Da muss man dann einfach für das individuelle Pferd die beste Lösung finden. Und bei uns ist es dann halt einfach, ja, am besten von Herbst bis Frühling ausreiten. Umso schlechter das Wetter ist, umso besser geht es mit seinen Hufen. Joe, wo gehen wir denn her? Wo kriegen wir denn eine flotte Runde überhaupt überall hin? Ach, wir sind eigentlich so früh dran und wir sind so flott unterwegs. Da können wir eigentlich eine etwas größere Runde tatsächlich sogar machen. Ja, dann fühle ich mich auch gar nicht so, ja, schlecht eigentlich nicht, sondern dann jammer ich auch gar nicht so viel dahinterher, dass ich jetzt hier diese total schöne Strecke einfach Schritt gehen muss, weil wir einfach noch nicht warm gemacht haben. Ja, und die anderen Wege dürfen dann wahrscheinlich auch nicht ganz so flutschig sein wie hier, weil die generell härter sind und die dann wahrscheinlich einfach vom Boden die ideale Konsistenz für uns haben. Schlu. Achso, für alle die auch das Geländespringen-Video geguckt haben, also das, wo, also quasi das FMA, da habt ihr ja mitgekriegt, dass ich am Überlegen war, noch ein Geländeturnier dieses Jahr zu nennen. Ich weiß immer noch nicht, wie es richtig heißt. Hunterklasse heißt es, glaube ich. Und ein Geländespringreiter. Die beiden Prüfungen hatte ich überlegt zu nennen. Und war ganz, ganz lange am Hin und Her überlegen. Und ich habe mich jetzt final für Nein entschieden.
Weil mit Mitch würde ich ein gutes Gefühl haben, weil Mitch einfach drüber will und ich gute Chancen hätte, dass wir ins Ziel kommen. Weil ich möchte halt ungern so eine weite Strecke fahren, um dann irgendwie total enttäuscht nach Hause zu fahren. Nicht enttäuscht, weil wir nicht gut abschneiden, sondern einfach enttäuscht, weil wir nicht mal über den ersten Sprung gekommen sind und dafür dann so weit gefahren sind. Das möchte ich einfach vermeiden. Deswegen habe ich halt überlegt, dass es mit Mitch ganz cool wäre, einfach damit ich erstmal so die Atmosphäre kennenlerne, den Ablauf kennenlerne und dann mit Joey nächstes Jahr ein bisschen souveräner einfach starten kann und ihm dadurch vielleicht auch ein bisschen helfen kann, als wenn wir da beide so frisch, so wie sonst halt immer, frisch reingeschmissen werden und ich völlig mit den Nerven am Ende bin und er dann auch und wir uns dann gegenseitig noch reinsteigern. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Aber ja gut. Ja, und mit Joey habe ich halt damit abgeschlossen, weil beim Geländespringen, wenn ihr das separate Springvideo von Joey gesehen habt, er durch diesen, ich glaube, 24 Hindernisse waren es, also immer teilweise halt mit A und B, A, B und C, so Kombinationen, aber einzelne Hindernisse waren es dann insgesamt irgendwie 24. Wir kamen halt nicht über jedes drüber, wir hatten Steher drin und ich sag mal, runtergebrochen, obwohl er den Platz kannte und nur einzelne Sprünge anders waren, hatten wir so viele Steher und dran Vorbeiläufer, dass wir auf dem Turnier 10-mal disqualifiziert gewesen wären, so ungefähr. Von daher macht es einfach für Joey keinen Sinn. Nicht, wenn es halt so weit ist. Wenn es nicht so weit zu fahren ist und man dann nicht mal über den ersten Sprung kommt wegen drei Stehern, dann ist es halt nicht so ärgerlich. Dann hat man dem Pferd nicht für nicht mal so richtig starten so eine lange Fahrt zugemutet. Fein, da war ein Vogel. Oh, mehrere. Naja, dementsprechend fahren wir nicht. Und starten dann doch erst nächstes Jahr ganz in Ruhe. Schlubi, alles gut, ne? Wir müssen jetzt hier nicht irgendwo anders herpesen oder so. Wir machen das ganz entspannt. Ja, Glotzi, ich guck nochmal, ob die Einstellung passt. Oh, ich sehe gar nichts. Ja, wenn ich es jetzt höher stelle, dann sieht man wahrscheinlich wegen der Sonne nichts. Aber es wird gleich ein bisschen schattiger. Oh, müssen wir äppeln oder hast du nur einfach wieder keinen Bock weiterzugehen? Du hast einfach nur wieder keinen Bock, ne? Genau. Hier möchte er einfach nie hochgehen. Ist ihm einfach zu anstrengend. Der Chor ist ja auch doof. Das kann ich hier aber nochmal gucken. Ja, die Kamera kann ein bisschen höher, ne? Ja, ich hab's gleich. So. Ja, ich glaube, so ist deutlich besser. Okay, ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier schon mal hochtrabe. Oder ob ich erst da oben trabe. Nee, komm, hier trabe ich noch nicht, bevor er mir da jetzt gleich irgendwie auf die Wiese springt und sich da lang macht, weil es steil ist und rutschig ist. Dann traben wir einfach da vorne an, wo es ein bisschen gerader auch ist, falls er einen Sprung auf die Wiese macht und wo es übersichtlich ist. Oh, da hinten sind auch Fußgänger, das heißt, wir traben da vorne definitiv, dass wir auf jeden Fall schneller an der Kreuzung sind als die Fußgänger. Weil dann müssen wir die gleich nicht irgendwie überholen oder sowas. Ich meine, Juri ist nicht dabei. Demnach ist es dann natürlich koordinatorisch etwas einfacher. Da muss man nicht erst den Hund rufen und bei Fuß behalten und so, sondern kann einfach nett fragen bzw. Bescheid geben, dass man überholt. Ich hoffe wirklich, dass der Wind nicht zu heftig ist. Ja. So, Schlubi! Hui! Das Traben macht es wahrscheinlich jetzt deutlich besser mit dem Wind nicht. Aber ja, gut, ich rede einfach weiter und traue einfach der Technik, weil bisher jedes Mal, wenn ich dachte, oh, es ist viel zu windig, dann war es eigentlich immer gar nicht so schlimm. Auch wenn ich glaube, dass es heute definitiv zu schlimm ist. So. Genau, das ist jetzt schön für ihn zum Glotzen mit den Menschen. Aber da wir im Moment viel dran gearbeitet haben, einfach in solchen Situationen ein bisschen mehr mit dem Schenkel durchzukommen. Und ich glaube, ich habe da jetzt endlich so dieses fehlende Feeling gefunden, was einfach bei Joey da immer so extrem mein Problem war. Ich glaube, dass ich da einfach die Lösung jetzt für gefunden habe. Und er mir da einfach nicht mehr so extrem gut zur Seite ausbrechen kann. Er kann mir immer noch extrem gut ausbrechen. Aber nicht mehr so extrem unkoordiniert. Alter Falter, ich habe einen wunderbaren blauen Fleck direkt über dem Knie auf der Innenseite des Oberschenkels und der knallt so in die Pausche rein. Das ist wirklich nicht angenehm. Das kann ich euch sagen. Ich glaube, gegurtet habe ich genug, oder? Stopp. Gut, prüfen. Ja, komm, das passt. So, ja.
Gurt ist ein bisschen flutschig, beziehungsweise Sattel ist ein bisschen flutschig, aber ich glaube, es ist einfach nur meine Hose. Ich bin nämlich gerade schon zwei andere Pferde geritten ohne Sattel. Demnach hat sich der Talg schön an der Hose abgelagert und diese ganzen Klebenoppen von diesen Reitleggings sind richtig schön rutschig dadurch. Die kleben gar nicht mehr. Gutes Punchy! Oh, wenn wir hier schon mal galoppieren, dann können wir gleich bergunter ein bisschen traben. Ich hoffe, das passt so mit der Einstellung. Ja, sieht gut aus. Prima! So, hier muss ich ein bisschen gegentreiben. Hier kommt so ein bisschen gerade die Bremse. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte durchtreiben können, aber er ist gerade so glotzig, dass ich ihn nicht, okay, Linksgalopp, egal, dass ich ihn gerade nicht so gut zusammenbehalten kann. Er entzieht sich da doch gerade ganz schön. Ja. So, jetzt habe ich wieder meinen Rechtsgalopp. Gut. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr reinsetzen, weil es ist ja echt gerade hier. Vielleicht kann ich ihn dann ein bisschen besser schließen. Nee, oh, nicht entziehen, nicht entziehen, ich krieg dich, ich krieg dich. Ja, hab ihn noch. So. Jawohl, jawohl. Ein bisschen mehr abkippen, Schlu. Gut. Es ist halt super schwierig, wenn er... Natürlich kommt da jetzt schon ein Mensch. Dann parieren wir schön frühzeitig durch. Prima, Schlu. Hallo! Ach, alles gut, das kennt er. Hat zwar Angst vor allem, aber Hunde sind okay. Ach, das war aber süß. Die Frau hat gerade extra alles probiert, dass ihre Hunde nicht bellen, dass sie das Pferd nicht erschrecken. Aber damit ist Joey ja cool. Er kann ja nicht vor allem Angst haben. Er muss ja mal irgendwas einfach cool sein. Bitte weiter. Das ist die Strecke, wo immer Drama ist. Wo er immer irgendwann, aber das heißt immer, aber hatten wir halt den letzten Winter recht häufig hier, dass er einfach irgendwie sich auf der Hacke umgedreht hat, in die andere Richtung wollte. Gut. Prima. Aber ich glaube, so, jetzt hätte ich gerne wieder ein bisschen mehr Dehnung. Gut. Ich bin mal gespannt, wie weit ich mich jetzt hier runter traue im Trab. Also und wie weit der Boden es halt zulässt. Gut. Jawohl. Wir haben natürlich auch den Dressursattel drauf. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Gut. Jawohl. Weil ich habe es halt im Kopf, ne? Ich traue mich halt nicht, Berge runter zu traben oder zu galoppieren. Und das muss ich halt einfach lernen. Weil wenn ich in die Vielseitigkeit möchte, dann muss ich damit halt klarkommen. Deswegen üben wir da fleißig dran, bis ich es dann auch irgendwann hinkriege. Weil für Joey ist es halt nicht so das Problem. Joey hat andere Sachen, die er scheiße findet. Okay. Ja, hier werden die Steine gerade ein bisschen besser. Doch, das geht noch. Ja, das geht noch. Oh, und... Also gleich frühzeitig durchparieren, weil ich glaube, der oder die Besitzerin hat uns jetzt noch nicht gesehen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der Hund aufs Pferd reagiert, wenn der Besitzer es nicht mitkriegt. Ja. Okay, also bisher... Okay, der Hund hat uns jetzt gesehen. Okay, hat kein Interesse an uns. Okay.
Ah, okay, da ist der Mensch dazu. Ja, gut. Perfekt. Wunderbar. So. Okay, hier können wir jetzt gleich auch direkt galoppieren, aber ich werde ein bisschen gucken. Nicht, dass der Hund, wenn wir schneller werden, doch hinter uns her will. Dann parieren wir natürlich wieder durch. Okay. So. Hund hat kein Interesse. Also, Hoppi, Marsch! So, ich würde jetzt gerne ein bisschen, hier brauche ich glaube ich gar nicht reden. So. Guter Job. Weiter. Gutes Pony. Jawohl, ist ganz schlimm. Weiter im Galopp. Ja. Gut. Bisschen Tempo zurückschlu, Rhythmus. Nicht zu viel Kraft verschwenden, bitte. So. Ja, ich versuche jetzt auch absichtlich ein bisschen mehr, wirklich den Zügel mal wegzuwerfen. Ich will nämlich ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen, dass er halt nicht immer so spannig im Galopp ist. So. Aber man muss Joey natürlich auch zugute halten. Wann war der das letzte Mal im Gelände? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, boah, ich vermute tatsächlich irgendwie Frühling, Anfang Sommer oder so. Der war jetzt ewig nicht mehr im Gelände. So, ich versuche jetzt ein bisschen näher dort ran zu galoppieren. Vielleicht schaffen wir es im Galopp vorbei. Nee. Nee. Keine Chance. Hey. Gut. Ja. Das wird jetzt ein Problem. Ich kenne ja meinen Schluh, ne? Ich könnte auch, glaube ich, die Kamera ein bisschen höher stellen jetzt hier. Gut. Nee. Ja. Hier wird es jetzt ein bisschen längeres Unterfangen, weil hier wird er nicht dran vorbeigehen. Komm. Ja, doch. Gut. Prima, Schluh. So, ich rechne jetzt auch gerade mit allem. Ja, ist ein bisschen doof, wenn jetzt natürlich der ganze Anhänger wackelt mit allem, was drauf liegt. Okay. Gut. Prima. So, ist gut. Jawohl, ist okay, Joe. Na komm. Hallo. Na komm. So. Dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Na komm. Gut. Jawohl. Komm. So, ist er brav. Gut. Gut, prima. Machst du toll. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns da irgendwie durch den Wald ein bisschen mogeln können. Komm, wir probieren das. Gut. Man muss auch mal kreativ sein, oder? Frage ist halt, wann kommen wir hier wieder raus? Wir probieren mal unser Glück. So, 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 so. Prima, Schluh. Gut, ja, da ist ein guter Punkt. Oh. Bitte, ja. Naja, hat doch gut funktioniert. Bisschen tricky hier. Ey, warte, Schluh, ich wollte da durch. Oh, Manu. So, komm. Ja, komm, graben funktioniert aber. Auch jetzt stellen wir uns aber an, ne? Dann gehen wir halt hier durch. So, flips. Gut. Naja, wenn man keine richtige Lösung fürs Problem findet, dann muss man halt
ein bisschen umplanen. So, seht ihr Joe jetzt noch? Ja, ihr seht Joe jetzt noch. Das heißt, tschu, ein paar Meter können wir noch galoppieren. Und ich denke, dann wird ihm gleich ein bisschen Schrittpause auch echt gut tun, weil der ist gerade echt schon gut geschwitzt. Entschuldigung, was soll das denn? So, ruhiger, ruhiger, ruhiger. Genau, jawohl. Good. Jetzt kommt hier so ein lustiger Hügel. Ui. Prima, Schlu. Gut gemacht. Aber ich muss ja sagen, so langsam fühle ich mich echt im Trabberg runter schon echt wohl. Das ist echt für mich ein extrem großer Fortschritt, dass ich hier mal runtertrabe. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich hätte gerne jetzt noch ein bisschen mehr Dehnungsschlu. Wir wollen ja auch nicht irgendwie bergunter, sondern wir wollen ja auch irgendwie halbwegs gesund dabei bleiben. Deswegen machen wir das natürlich auch nicht so häufig, weil das ist natürlich einfach eine unfassbare Belastung auch für die Vorderbeine. So, wenn ich jetzt hier nicht drauf sitzen würde, ist es halt schon eine Belastung, aber mit mir dann auch noch drauf. Das ist dann natürlich schon einiges, was da aufs Pferd auch einfach wirkt. Okay, da komm. Die erste Stufe hier. Tschüpp, gut. Und ja, weiter, weiter, weiter. In die Steine hier und dann. Gut. Jawohl. Okay, Stufe. Gut. Und ja. Okay, und. Schlu, den habe ich nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen. Oh, die gehen natürlich in unsere Richtung. Das heißt, ich hoffe, dass wir im Schritt schnell genug sind, dass wir überholen können. Weil wir natürlich nicht schneller reiten, um zu überholen. Oh, das ist echt. Bei Joey ist echt ganz gut dabei, ne? Also atmungstechnisch. Ist das wirklich, Erschrecknase. Atmungstechnisch ist der wirklich gut dabei. Ja, ist halt ein bisschen geschwitzt, ne? Aber es ist halt auch anstrengend. Schwitzen dabei ja auch. So. Aber ich würde total gerne hier links hoch, aber, oh. Ja, genau. Dann gehe ich mir eben hier um die Ecke. Ja, danke schön. Ja, ist mir auch lieber mit ihm. Er macht zwar nichts, aber... Ja, so ein großer Hund ist natürlich auch echt stark, ne? Ja, das ist das Problem. Was hat jetzt... So. Komm, dann geh jetzt auch, Schlu. Oh, Gas kaputt. Fein. Nein. Ah, ist aber auch ein richtig hübscher. Ja. Ach ja, er ist so lieb, aber... Ja. Ja, immer lieber vorsichtig. Vielen Dank. So, dann traben wir jetzt auch schon mal weg, bevor der Hund uns erst wieder sieht. So. Gut. Ne, wir machen mal ein ruhiges Tempo, ne? Wollen wir da vorne mal ein bisschen Stoff geben? So, und jetzt nach vorne. Komm, 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 komm. Jawohl, und Tempo wieder zurückführen. Gut. So. Der Joey ist auch eher so der Vorsichtige. So richtig Gas geben mag der gar nicht gerne. Aber hier möchte ich einmal den Galopp wechseln. Gut. Wir haben nicht wegen dem Holz gebremst, Schlu, sondern nur, um in den Linksgalopp zu gehen. Was machst du denn? Rechtsstellung im Linksgalopp. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut. Schlupinho. Das ist der falsche Galopp. Einmal Linksgalopp korrigieren, ja. So. Schritt. Genau, das ist zu steil. Hier galoppieren wir nicht hoch. Na, einmal bitte dehnen. Dann wollen wir da vorne noch mal ein bisschen vorwärts, abwärts traben. Boah. Ey, das ist eine Runde hier.
Ich hoffe wirklich, dass der Wind nicht so schlimm ist und wir das wirklich komplett so hochschieben können, weil es macht gerade so viel Spaß. Es ist so ein cooler Ausritt. Und ich bin so stolz auf Joey, wie cool das gerade einfach ist. So, jetzt aber ein bisschen vorwärts, abwärts traben, mein Freund. So richtig vorwärts, abwärts, ja. Nee, Dehnung. Dehnung, ja. Gut. So, gut. Gut, das gefällt mir. So. Guter Schluh. Mensch, das ist der Wahnsinn. Wow. Einmal Schritt. So. Ich bin gerade echt mega begeistert, wie cool Joey ist. Vor allen Dingen, dass er dem Trecker so gut vorbeikam. Ja gut, mit Schummeln, klar. Ich glaube, sonst wäre das, hätte es ewig gedauert. Im Endeffekt hätte ich definitiv absteigen müssen. Da wären wir nicht vorbeigekommen. Weil ich habe halt auch nichts mit. Ne? Also ich hätte jetzt auch nicht irgendwie ein bisschen deutlicher werden können und sagen können, ey, wir gehen jetzt wirklich da vorbei, weil ich habe weder Sporen noch Gerte mit. Und nett zureden hilft bei Joey halt einfach nicht. Wenn er irgendwas doof findet, dann findet er das doof. Und dann kann man ihn auch nur mitnehmen, wenn man einfach sagt, so, ey, ich entscheide jetzt für uns und wir machen das. Wenn man da irgendwie ankommt mit, hey, das ist gar nicht so schlimm. Das bringt halt nichts. Also, das ist halt total schade. Ich fände es auch toll, wenn das funktionieren würde. Und ja, ich meine, ich versuche es ja im Moment auch immer mal wieder, einfach ihm da doch ein bisschen gut zuzureden. Und aber das bringt halt nichts. Das, warum auch immer ich es überhaupt tue, prima. Ich meine, wenn er zuhören möchte, so, dann macht es halt Sinn, dann klar. Dann bringt es schon was. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Schlubi, ich wollte eigentlich ab hier Schritt gehen, aber es tut mir unfassbar leid. Wir müssen uns beeilen, weil die Kamera ist nicht wasserdicht. Sorry, Pony. Aber ich glaube, das ist okay, ne? Du bist ein bisschen starkes Pferd, du hast Kraft. So, noch ein bisschen Kopf runter. Ey, also, komm. So, jetzt werde ich einmal wieder ein bisschen energisch mit dem Schenkel. Mach ihn mir einmal weich vorne. So, weil ich möchte ein bisschen Dehnung haben. Ich möchte nicht die ganze Zeit diese nervige Grundanspannung haben. So. Prima. Ich kann nicht mehr. Das ist doch einfach nur ein Baumstamm. Komm, dafür haben wir eben die Zeit. Berühr den mal eben. Berühr ihn. Berühr ihn, los. Oh, berühr ihn. Los. Ach, das haben wir eigentlich nicht die Zeit, Joey. Berühr ihn, los, geh hin. Wo ist der Baumstamm? Geh den Baumstamm. Einmal anstupsen mit der Nase. Na komm, sei mutig. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Von einem Serienintro. Ey, du bist ein Riesenbaby, ehrlich. Joey, da hinten ist mega die dunkle Wolke. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass wir... Aber jetzt habe ich es angefangen. Jetzt müssen wir es auch zu Ende machen, ehrlich. Ja, guck's dir mal an. Nee, also... Das ist einfach nur ein Stück Holz. Und du steigerst dich auch nur unnötig rein. Aber weil du Joey bist, ne? Ja. Nee, Es gibt gar keine andere Option, außer das gleich einmal anzustupsen. Vorher kommst du hier einfach auch gar nicht weg. Oh. Oh nee, Joe, es fängt an zu regnen. Komm. Warum habe ich das gemacht? Warum? Bitte stups es an, bitte. Komm schon. Komm schon, ja. Einmal anstupsen. Ja. So. Gut, prima. Okay, und los, Galoppi! Super Schluck! Ich liebe einfach dieses Pferd für genau solche Dinger. Für einfach mal eben abwenden, losgaloppieren. Einfach mal eben stoppen und einfach wieder losgaloppieren. Es ist einfach so witzig. Ui. So, ja, er hat halt immer diese, oh, da ist es gruselig, oh, da ist es gruselig, diese Vollstopps drin.
Aber es ist einfach so was anderes, wenn man vorher Mitch, ah komm, wir gehen Schritt, wenn man vorher Mitch gewohnt ist, der einfach, ja, der kannte es nicht anders, der kannte Galoppstrecke heißt Gas. Und so hat er das halt auch gehandhabt. Und es gab nur Schritt oder Vollgas. Und das über ganz, ganz viele Jahre. Mittlerweile, so ganz raus wird es nie sein, aber mittlerweile ist es ganz okay. Zumindest wenn man alleine geht oder mit unseren Pferden ist auch okay, mit fremden Pferden, dann ja, ist ja wieder in alten Mustern. Da habe ich auch einfach gar nicht die Zeit zu und gar nicht die Lust zu, das irgendwie aufzuarbeiten. Deswegen ist es halt einfach so. Und deswegen gehe halt auch nur ich mit ihm ins Gelände oder halt mit dem Sicherungsseil jemand anderes, dass ich halt von der Seite aus einwirken kann, dann geht's halt auch. Aber er ist da halt einfach ziemlich heftig im Gelände. Und wenn man nur das gewohnt ist und dadurch auch total den Spaß am Ausreiten verloren hat, dann ist es halt total toll, wenn man einfach jetzt so einen Joey hat, mit dem man ja auch immer ein bisschen genervt ist mit Ausreiten, weil halt diese Hufproblematik da ist. Wenn der Boden so wie jetzt ist, ist das gar kein Thema. Die Hufe sind aktuell ein bisschen zu lang. Hufschmied steht jetzt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche auch schon an. Dementsprechend sind die Hufe jetzt aktuell, dadurch, dass die jetzt auch eingestallt sind und einfach, ja, dadurch nur weicher Boden drunter ist, keine harte, trockene Sommerwiese, keine Steine. Dadurch sind die Hufe jetzt aktuell super, sodass man auch jetzt hier ruhigen Gewissens mal über ein, zwei Steine galoppieren kann, ohne sich Gedanken drum zu machen. Aber wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, das würde nicht lange gut gehen, dann stand er mir hier auf drei Beinen. Deswegen muss ich halt da wirklich immer so ein Auge drauf haben und immer genau überlegen, wann machen wir was. Und ja, so ist es dann halt, ne? Aber prima. Wenn dann dafür die Male, wo man ins Gelände geht, solche sind, wo man einfach Spaß mit ihm hat und er super zuverlässig ist, dieser Erschrecker und so, es macht mir ja auch nur mal Spaß, wenn er jetzt einfach hier brav seinen Job machen würde, ohne irgendwas, dann fände ich es halt auch gar nicht cool, dann hätte ich gar keinen Spaß daran, das wäre mir viel zu langweilig. Und nochmal am langen Zügel, Joe. Und Galoppi! So! Oh! Gut! Prima! Komm, den galoppieren wir noch. Gut. Und gut! Und oh. Prima! Das ist auch einfach schön. Ach, es macht so Spaß mit ihm. Jetzt einfach auch nochmal am Ende am langen Zügel zu galoppieren, wo jetzt mehr Ruhe drin ist, wo er nicht mehr ganz so kernig und spannig ist. Joe, geh mal ein bisschen hier, sind echt extrem viele Steine. Gut. Und er dann wirklich auch nur auf Stimme durchpariert, da ist, konzentriert ist. Ach, ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Und mittlerweile wird halt diese Idee mit Vielseitigkeitsprüfungen starten einfach immer interessanter. Ich wollte es ja jetzt eigentlich dieses Jahr schon machen, eigentlich letztes Jahr schon. Aber ja, durch viele Turniere, die einfach abgesagt waren, hatte sich das dann halt einfach nicht ergeben. Und jetzt irgendwie Ende der Saison nochmal was dran zu hängen mit rutschigem Boden und dann Übersprünge. Ich muss halt jetzt auch nicht riskieren, irgendwie irgendwas vom Erarbeiteten kaputt zu machen. Von daher hoffe ich dann einfach, dass wir nächstes Jahr damit ein bisschen starten können, weil so langsam habe ich wirklich total Bock auf die Nummer, Joey sowieso. Bei ihm ist halt einfach nur das Problem, dass er halt so skeptisch und so vorsichtig und so schreckhaft ist es ja eigentlich auch in dem Sinne nicht. Er hat halt meistens nicht wirklich Angst, er ist halt einfach nur, sagen wir, überaufmerksam. Er sieht einfach Dinge und beachtet Dinge, die es überhaupt nicht wert sind, diese zu beachten, so ein Stück Holz auf dem Boden. Und wirklich Angst davor hat er eigentlich auch nicht. Es ist eigentlich Anstellerei. Es ist eigentlich absolute Anstellerei. Naja, das ist halt so ein bisschen schade. Das wird uns dann auf jeden Fall auf dem Weg noch ein bisschen Schwierigkeiten machen. Aber auch gerade nach Abschluss jetzt der Turniersaison dieses Jahr, muss ich sagen, es ist halt auch einfach da unfassbar motivierend zu sehen, wie sich so die letzten Jahre generell auf Turnieren entwickelt haben. Die ersten Prüfungen waren alle eine Katastrophe. Ja gut, die ganz ersten, da war er auch noch nicht mal auf E-Niveau. Wir sind trotzdem E-Dressuren geritten. Dass das nichts wird, war ja klar. Ist ja auch vollkommen okay. Aber er hat halt überall Gespenster gesehen. Der war so unsicher und hat sich so unwohl gefühlt in fremder Umgebung und fand das alles so blöde.
und hat sich halt bei allem aufgeregt. Richter, die in einer Glasscheibe sitzen, waren schon ein Problem. Dann steht irgendwo was in der Ecke, dann ist das ein Problem. Dann kriegt er sich halt auch nicht mehr ein. Dann sieht er irgendwo einmal was und dann ist halt auch vorbei. Das heißt, mit der Zeit ging es dann immerhin so nach vorne, dass so die Turniere, wo man dann vorher in der Prüfungshalle abreiten konnte, die liefen immer ganz gut, weil er dann schon die Halle kannte und dadurch gut einfach in der Umgebung klarkam und dann auch einfach die Leistung zeigen konnte, die er halt erbringen kann. Und die Male, wo er halt dann auf dem Abreiteplatz war und dann in die Prüfungshalle kam, waren halt Desaster. Das war halt wirklich nicht schön und hat keinen Spaß gemacht. Das war echt einfach nur blöd. Weil das halt dann immer wieder so ist. Und das ist halt auch einfach frustrierend. Das macht dann auch keinen Spaß. So, wenn einfach die Leistung nicht reicht und die Note dadurch nicht passt oder so, das ist ja alles die eine Sache. Aber wenn man halt immer wieder quasi in die Situation kommt, man hat da Nervenbündel von Pferd unter sich, der sich nicht wohl fühlt. Man selber fühlt sich dadurch auch nicht wohl. Und das ist halt dann einfach das Frustrierende. Gar nicht, dass halt die Leistung nicht kommt, sondern einfach, dass man sich halt denkt, ey, ich kann einfach auch nichts machen, dass mein Pferd sich in dieser Umgebung besser fühlt. Weil ich kann ja nicht bei jedem Turnier irgendwie vorher schon auf die Anlage fahren und meinem Pferd die ganze Anlage zeigen. Er muss halt einfach lernen, damit irgendwie klarzukommen. Und das kann natürlich nur durch Routine passieren, oft an verschiedene Orte fahren, dass er einfach lernt, okay, es ist eigentlich völlig egal, wo wir sind, weil wir machen das eh zusammen und dadurch achtet einer von uns drauf, nämlich ich, dass ihm nichts passiert. Und er achtet dann einfach darauf, dass er zuhört und mir da vertraut, so ungefähr. Naja, egal. Dementsprechend ist es halt der Wahnsinn, wie er sich da entwickelt hat, weil es die erste Zeit einfach immer schwierig war und dann so mit der Zeit, oh, das ist wieder die Katze, mit der Zeit einfach auch besser wurde und dieses Jahr war halt grandios. Also teilweise kam er in die Halle, wo er vorletztes Jahr dann einmal war. Letztes Jahr waren wir komplett gar nicht. Und er hat da das erste Mal in der Halle echt, oh, der Wind, eine halbwegs gute Leistung irgendwie gezeigt und fühlte sich halbwegs wohl. Das war alles okay. Und dieses Mal kam er dann direkt für die ältere Tour da rein und war sofort alleine und konnte die Halle vorher nicht sehen. Und es war sofort bombig. Der hat sich so wohl gefühlt, der ist so toll gelaufen. Und das hatten wir dieses Jahr halt sehr, sehr oft, dass er einfach cool wird mit den verschiedenen Plätzen. Beim Springen halt noch nicht so. Da merkt man halt auch, wenn vorher Parcoursbesichtigung mit Pferd ist, dann geht es. Ist die ohne Pferd und er kann den Parcours selber nicht vorher schon sehen und die Hindernisse nicht sehen und die Banner sehen, dann braucht man da eigentlich auch gar nicht starten. Aber um es halt zu lernen, klar, dann geht man halt mit keiner Note da raus oder mit einer schlechten Note. Ist ja auch völlig egal. Hauptsache, man kann einfach daran wachsen. Und so wie er sich da einfach entwickelt, ich denke, da war es halt dieses Jahr gut, dass wir noch ein paar Springprüfungen mitgenommen haben, was uns ja dann auch schon mal auf dem Weg, um auch durch Vielseitigkeitsprüfungen beziehungsweise durch die Geländeprüfungen zu kommen, einfach nach vorne bringt. Ne, Schlu? Ja. Und dann, oh, ey, du bist nicht Bay. Und dann können wir das nächstes Jahr halt ganz in Ruhe angehen, um da ja dann auch weiter dran zu arbeiten und ab und an mal eine Geländeprüfung mitzureiten. In der Hoffnung, dass er das dann auch wirklich total cool findet und da Bock drauf hat. Ich meine, wenn das halt so gar nichts dann für ihn ist und ihm viel zu viele Eindrücke einfach sind, dann muss man halt nochmal abwarten und es dann irgendwann nochmal probieren, wenn er vielleicht einfach im Springparcours sich auch wohler fühlt. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann ist es halt auch so. Naja, da es jetzt gerade mehr anfängt zu regnen und wir ja quasi zu Hause sind, würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es ist wirklich ein Ankernausritt geworden. Ich hoffe, der Wind ging irgendwie. Und ich würde sagen, was sage ich denn immer am Ende? Ah, ja, klar, natürlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Woo! Oh, Schlu, bist du fertig? Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.